ich sehe ja auch nicht so viel. Das ist aber nicht schlimm, denn wir schauen jetzt gleich voll Content, die beste Twitch-Clips-Compilation auf YouTube mitunter. Immer wieder sehr unterhaltsam, der Schnitt eine 10 von 10, wenn nicht sogar höher. Die Auslese der Clips eine 10 von 10. Und ich bin sehr froh, dass es das gibt, denn es ist wirklich sehr erfrischend, geht in eine sehr gute Richtung, so wie ich mir eine Twitch-Clips-Compilation tatsächlich vorstelle. Ich bin übrigens wieder Single und es läuft, sagt diese Folge von Voll Content. Das ist die Anmod, wir gehen rein und ihr könnt euch gerne bei der Reaction beteiligen. Wir reagieren hier nämlich auf diesem Kanal immer mit dem Chat zusammen, deswegen wird häufig pausiert, über das eine oder andere diskutiert. Und das macht uns sehr froh. Oh, warte mal, ich muss den Tisch noch ein bisschen hochfahren. So, wunderbar. Jetzt bin ich auch da. Und wir gehen rein. Voll Content. Am 31.10.2024. Kann das jemand filmen? Keinen Schaden, oder? Wenn wir Wasser, das benutzen, kriegst du keinen Schaden. Wie low war sie denn, dass sie da gestorben ist an der... LOL. Sie hatte Full Life und Full Shield. Sehr nice. Tada! Hallo! Mir geht es wirklich gut, wie geht's dir? Das übliche halt. So. Und so, was geht ab bei dir so? Und ja, ich bin heute auch ein bisschen cozy. So, was passiert jetzt? Nächster Fiebertraum? I booked a really nice cave and I invited 16 YouTubers and Elon Musk's ass. Ja, Mann! And also, I rented a Lamborghini and then I destroyed the Lamborghini. I killed PewDiePie. I killed him! Woo! Nächster Fiebertraum. Was war das denn? Halli, hallo YouTube, was geht? Was ist das hier? Voll Content! Can I get a hoya? Hoya! Also dieser Chat von der Skala von 1 bis Uwu, schon ziemlich Uwu. Also wenn Katja ein Hoya fordert, dann hat man gefälligst Hoya zu rufen. Ich sag's nur, ja? Das ist halt so. Uwu. Ja, dann gehen wir jetzt mal richtig ein, Entschuldigung, Augenkontakt halten, Pacing erhöhen. Oh, ja. Yeah. Scheiße. Schönen guten Tag, wie geht's? Bist du gerade live? Ja, ich bin gerade live. Komm doch rein. Das ist die Evil Jared. Hallo, Evil Jared. Schönen guten Tag. Warte mal. Das ist... Ist das nicht ein Wrestler? Ist das nicht ein krasser Wrestler? Ich darf James keinen Sub geben. Wieso nicht? Kann man... Geht das nicht? Aber warte mal, ist das nicht ein Wrestler? Evil Jared? So, was spielen wir? Ich bin ein Detektiv. Und was macht ihr? Jetzt gleich, wollen wir ein bisschen Wrestling würden. Wir gehen mal. Ja, tatsächlich. Weiter. Gut, viel Spaß euch. Tschüss hier. Hat Evil Jared gerade einfach sein Wasserglas Warte mal, what? Erinnert ihr euch an das Wasserglas, was hier stand? Ja, das war nicht seins. Stand? Das war meins. Er hat es mir einfach weggenommen. Guck mal in meine Richtung. Du kannst ja um das Wasserglas kämpfen. Runter, ganz weit runter. Runter, weiter, viel weiter. Es ist wirklich, der Punkt ist ganz unten. Okay, ganz kleines Stück hoch. Noch ein Stück. Stück weiter, jetzt schneller. Hallo, du blöder Mies. Hallo Mast, grüß dich. Ja, den hatte ich. Ich habe mich dann auch noch gut ausgeruht vorm Stream, was nötig war, weil ich war echt ziemlich K.O. Ja, aber ich bin froh, dass ich es schaffe, ziemlich gut dennoch durch die Frühschichten, sage ich mal, zu kommen. Ich bin eher ein nachtaktiver Mensch und ja. Aber danke der Nachfrage und danke für das Kompliment. Es ist nichts Besonderes heute, trotz allem. Aber ja. Mir ist es nicht bekannt, dass er ein Wrestler war. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie scheinbar... Ich google das jetzt mal. Evil Jared. So, haben wir? Amerikanischer Musiker und Bassist. Okay. Warum dachte ich, das wäre ein Wrestler? Jared Hasselhoff. Evil Jared Hasselhoff. Philadelphia.
Bürgerlich Jared Hannigan ist ein US-amerikanischer Musiker, Bassist der Rockband Bloodhound gegen, ach krass, mit der zwischen 95 und 2015 fünf Studioalben aufnahm. Wieso dachte ich, das wäre ein Wrestler? Krass, stand da einfach der Typ von Bloodhound Gang da in dem Raum. Exhibitionistischen Auftritte bekannt. Mit wem habe ich den denn verwechselt? Evil Jared Hasselhoff Wrestling Match 2019 in Berlin. Ach, vielleicht deshalb. Da war was in Berlin. Guck mal. Alle Augen sind auf diesen Mann gerichtet. Von 100 Kilogramm. Ja, deshalb. Da hatte ich nämlich Clips zugesehen. Das ergibt natürlich Sinn. Weil er maybe evil war. Ja, irgendwie so, ne? Ja. Also es ist halt von Bloodhound Gang, Musiker, Bassist und so. Und er war bei einem Wrestling-Event dabei. Und das habe ich... Sonst war er mir nicht bekannt. Bloodhound Gang ist für mich natürlich ein Begriff. Ich liebe Bloodhound Gang, aber er jetzt speziell nicht. Es ist selten der Fall, dass man bei Bands wirklich auch mal die einzelnen Künstler kennt, ne? Willst du einen Body? Dann musst du bohren. Oh, das war sogar doppelcringe. Astmul. Astmul? Willst du einen Body? Musst du bohren? Was ist da wieder los? Astmul wütend. What the fuck? Astmul ist ein kleines, rundliches Wesen mit großen Augen und schrumpeliger Haut. Seine Fähigkeit Wut lässt ihn rot anlaufen. Seine Falten ziehen sich entschlossen zusammen, was ihn knuffig wirken lässt. Doch er meint es wirklich ernst. Wenn Astmul wütend ist, hält ihn nichts mehr auf. Das erinnert mich an etwas, ihr Lieben. Und zwar ist es ja nicht so, als wäre das jetzt nur in Jens Community der Fall. Wir haben hier natürlich ähnliches Prinzip. Der Strese, ihr Lieben. Der Strese, legendäre Kreatur, Twitch-Streamer. Stream der Ablenkung. -2 Wasser. Tap 2 ungetappte Kreaturen, die du kontrollierst. Dein Gegner muss 2 Karten ziehen und eine davon abwerfen. Meine Pinguine und Geckos halten mich im Gleichgewicht. Meistens. Ja. Es geht natürlich noch weiter, ihr Lieben. Es gibt natürlich noch die Zauberkarte Weisheit des Tages. Kann man die sehen? Kann man sehen, ne? Spontanzauber, inspirierende Einsicht, ziehe eine Karte. Wenn du diese Karte während deines Zuges gezogen hast, kannst du stattdessen 2 Karten ziehen. Ein kluger Gedanke am Morgen kann den Weg für den ganzen Tag erhellen. Ja, wollte ich euch nicht vorenthalten. Nochmal, liebe Grüße gehen raus an Captain Gummiball, falls du da bist oder so. Es fehlt noch It's a Trap, Karte als Fallenkarte. Ja, schon, ne? Ich würde es ein bisschen mehr fühlen, ehrlich gesagt, wenn das Yu-Gi-Oh! Karten wären. Das war ein größerer Teil meines Lebens und ich besitze jetzt noch ganz viele Yu-Gi-Oh! Karten. Aber ich bin völlig fein mit Magic. Magic habe ich auch gespielt. Das war damals, das ging los mit Bushido. Das war so eine Serie mit so Samurai und Honden und sowas. Richtig coole Sache. Habe ich sehr gefeiert, habe ich sehr gemocht. Aber das ist schon sehr geil. Also ich liebe ja sowas, ne? Ich liebe es, wenn man von seinen Streamern oder Streamenden Memes erstellt. Und das ist einfach auch sehr gut gefotoshoppt, muss man sagen. Guck mal, wie das hier nahtlos ineinander übergeht. Der Astmul. Ich liebe alles dran. Das hält ihn nichts mehr auf. Wo ist das Ding zum Kartoffeln schälen? Deine Mutter ist nicht da. Dann ist das Schloch. Warum? Ich muss sagen, ich fühle mich relativ sicher. Das war schon sehr böse. Vielleicht, dass ich eine Waffe habe. Was will mich eigentlich. Also, was will mir irgendjemand antun? Ich habe eine Waffe. Okay. Fuck! Fühl ich. Hast du ein Feuerzeug? Ein riesiges Feuerschwert und du sagst zwei Okay. Was ist los mit ihr? Was ist. Katha? Was. Müssen wir uns Sorgen um dich machen? Alles gut bei dir, Katha?
Eieiei, ne? Also der Erfolg scheint ihr nicht zu bekommen. Hallo Sko, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, Rauchentzug, ich glaube auch, ne? Raucherentzug. Ja, seitdem sie nicht mehr zwei Packungen Zigaretten, und zwar von den großen, ne, diese 40er Big Packs von JPS raucht, ist sie völlig unentspannt. Da wird der Chat auch schon mal mit einem Laserschwert bedroht. Eltern? Ja. Ah, geil. Okay, was brauchen wir? Yellow, white, blue, alles. Alles klar, let's go. Genau, schlechten Menschen geht's immer gut. Das ist gut, Sko. Wurde Sonja da gerade getötet? Keiner beachtet mich! Oh shit, was hier passiert? Nein! Meine Freundin ist gestorben, ich bin Single! Kadi, was machst du heute Abend? Wow! Wow, wirklich? Also Sonja ist jetzt als Geist unterwegs, sehe ich das richtig? Kleines Stück oben links. Fertig! Mir geht's ganz gut. Bin guter Dinge. Und jetzt ist die Frage, brauche ich jetzt dieses Kissen mit einer Anime-Figur drauf gemalt, die extrem große Titten hat? Yeah! Brüste! Brüste sind immer gut. Mir sind sie relativ egal, aber Franny würde das sehr appreciaten. Oh, Brüste! Geil! Ich habe am Montag und am Dienstag meine zwei Gammeltage. An den zwei Gammeltagen nächste Woche mache ich mir Dino-Nuggets. Dann mache ich mir ein Chocolate Chip Frappuccino. Ein Chocolate Chip Frappuccino? Was ist ein Frappuccino? Ich frage für einen Freund. Ich habe keine Ahnung mal wieder. Also ein Cappuccino nehme ich mal an. Das ist dann Kaffee mit Milch und Frapp, weil es kalt ist und mit Eis oder wie? Oder was? Ich baller mir Cookies rein und ich werde mich nicht bewegen. Okay, Jen, allein von deinen Aussagen habe ich gerade 10 Kilo zugenommen. Danke dafür. Es gibt Menschen, die wollen nicht zunehmen. Die versuchen auch noch abzunehmen. Und du kommst mir so, Jen. Das ist jetzt nicht in Ordnung, Jen. Schäm dich. Schäm dich, aber gönn dir. Ja, geil. Ich gönn dir, Girl. Ja, gönn dir. Oh, cool. Was Sonja sagt. Du hast eine viel coolere Waffe. Ja, ne? 10 Jahre mache ich irgendeine Scheiße. Hunger hast du auch mit dabei. Ich will, dass du mich Sir nennst. Anastasia. Mr. Grey. Sir. Also, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich da war sehend und so. Da wird gerade wirklich gerestelt, wa? Guck mal, da ist eine Puppe. Und die beiden machen Dinge. Und sie reagieren darauf, wie sie da Dinge tun. Warte mal, er reagiert auf seinen eigenen Kampf? Was ist da los? Was ist das? Was fasst er mich an? Was ist das für ein Move? Warte, das fickt dich ja komplett auseinander. This is a smart strategy here. Bro, steh auf! Aber er scheint ja aber Ahnung zu haben von dem, was er tut. Also MMA auf jeden Fall vertreten oder so. Oder auch Jiu-Jitsu-Handgriffe kann man auch mit vergleichen. Das sind auf jeden Fall Hebeltechniken, die er da macht. Midio, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Resub im 19. Monat. Schön, dich zu lesen. Wie geht's dir? Ah, Wahnsinn. Jöndir. Ja, stimmt. Jöndir. Jendir. Wild. Wie geht's dir? Schön, dich zu lesen. Ja, wir reagieren hier gerade auf die beste Twitch-Clips-Compilation auf YouTube. Voll Content. Abfahrt. Und ihr wird gerestet. Wird tatsächlich gerestet. Bitte! Ich sterbe! Ach, die tun so, als würden die das spielen. Wild, da ist jetzt noch irgendwie so ein Mitarbeiter, der das jetzt sieht. Da ist noch einer. Ist das Flo von Dr. Freud? Nee, das ist nur so eine billige Kopie, ne? Hallöchen, bin auf Arbeit und muss hier ein bisschen was tun. Ey, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön. Und eine ruhige Geschichte hier. Wie sieht Jay nochmal aus? Der war die Mariachi-Band, ne? Mhm. Das ist sehr wild. Wo haben die ganzen Gesichtsausdrücke her und warum sind die alle animiert? Sind die gefühlt animiert? Was macht Sonja eigentlich? Nee, es sah nur so aus. Ich beobachte jetzt mal Sonja. Sehr gut gemacht. Matteo! Hat der mal meinen Schraubenzieher in seinem Po gehabt? Was? Ich hab ein Auto! Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Schraubenzieher im Po können gerade bei Männern wegen der Prostata-Geschichte und sowas, wirklich sehr angenehm sein. Ja,
Ja, probiert's aber bitte nicht zu Hause aus. Dankeschön. Ich hab ein Auto! Ich hab ein Auto! Ich hab ein Auto! Ich hab geparkt! Ich hab geparkt! Man muss doch erstmal zum Auto gehen mit den Füßen. Das merkt man doch eigentlich schon, oder? Ach, das ist. Wie wild ist das denn? Da war gerade dieser Clip, der editiert ist, rausgezoomt, Gronkh reagiert darauf, obwohl er eigentlich nicht darauf reagiert. Was ist das hier bitte für eine Meta? Können wir das bitte nochmal sehen? Also ganz ehrlich, Leute, das ist wirklich schnitttechnisch auf einem ganz anderen Level. Das ist wirklich, da steckt richtig Arbeit hinter. Das ist so gut gemacht. Ich bin jedes Mal aufs Neue sprachlos eigentlich, ne? Wahnsinn. Ich hab geparkt. Guck dir das an, zack. Ich hab geparkt. Man muss doch erstmal zum Auto gehen mit den Füßen. Das merkt man doch eigentlich schon, oder? Ach, das ist mir noch nie passiert. Ha. Ich will dir ins Gesicht boxen. Ich fühl mich so angesprochen. Halt die Fresse. Aber Alter, es ist so gut. Hey, oder wie machst du das? Wahnsinn. Ich finde diese Frage sehr seltsam und würde mich gerne enthalten. Warum hast du denn ein Messer? Ich bin nicht in die Garten. Der war, glaube ich, nicht Blink. Okay. Ey, das macht keinen Spaß mit der Hadoukat, ne? Der kommt rein, weiß instant, dass er Traitor ist, sticht zum 2 ab. Und die letzten beiden, die er noch vor sich hat, mit denen spielt er die ganze restliche Runde lang. Bis er irgendwann mal einen coolen Move droppen kann. Ja, wo okay, ist das C4? Weil da ist der Zünder bei dir. Okay. Das ist C4 bei mir, also seid lieb zu mir! Ich drück den Knopf, wenn ihr mich tötet! Nein, oder? Okay. Guck mal. What the fuck ist da? Okay, das als Handyhülle ist wild. Als ob sie da eine Handyhülle jetzt raus hat. Meine Hülle. Oh, gleich. Okay, das wurde drauf geshoppt. Das wurde drauf geshoppt. Ich komme dann ein Reiseunternehmen, Freundchen. Hä, was spielt der denn da? Das ist doch GTA. Let's walk back to the station. Die dürfen das und ich nicht? Ich will auch! Was hältst du eigentlich von Tierschutz? Tiere sind richtig. Unsere Freunde und Wegbegleiter. Oh nein, Tobi, guck mal, wie ängstlich sie sich da hinten in die Ecke drücken. So. So. Manchmal müssen Schweine gehen. Das Leben ist... Gegronkt, eiskalt gegronkt. Ist manchmal hart. Aber dafür seid ihr hier. Ich mach euch hart. Jetzt kommt mir nicht mit irgendwelchen Peniswitzen. Jetzt kommt... Ich habe eine Stresswurst irgendwo, wenn ich sie sehen würde. Wenn ich sie sehen würde. Ich sehe meine Stresswurst jetzt nicht. Aber ist okay. War das jetzt eine Schnitzeljagd? Irgendwie sowas. Es ist wild. Kommt mir nicht mit Peniswitzen um die Ecke. Flo sah gerade aus, als ob du einen Giant Cock lutscht gerade. Ja, das stimmt. Harter Penis. Ja, es war ein mega fetter Dildo. Ja. Alter, was machen die denn alle für Content? Die sind alle so sexuell geworden. Zum Glück sind... Nein. Das kommt nur so vor. Das sind immer nur so diese 2 Minuten in einem 8-Stunden-Stream, Sonja. Und das wird geklippt und geht natürlich viral, weil nur 12-, 13-jährige Pubertierende sowas gucken. Ja. So sieht das nämlich aus. Mein Chat hier, der ist auch 13 geworden und dann auch nur noch groß. Ne? Also, wenn ich jetzt Penis sage, dann schreibt der Chat, ha, Penis. So. Ey, wir sind 12. Okay, ihr seid 12. Aber Penis. So, und jetzt müsst ihr schreiben, ha. Lustig. So, das ist jetzt euer Job. So ungefähr. Ich bin hier family friendly, ihr kleinen Bitches. Genau das. Danke, danke Nicole, danke. Immerhin einer. Ich bin Erster. Nein, ich bin Erster. Nein, ich bin Erster, ich bin gelb. Ich bin gelb. Was passiert denn jetzt? Sind wir nicht spielen? Gott, diese Drecks-Minigames von Pokémon Stadium waren aber auch anders wild, ne? Spieler 1 und 2? Hä, wer sind wir denn jetzt? Ja, also 2. Digga, wir müssen noch weiter! Nein, bei mir geht... Doch, Spam A! Du bist 2! Es gibt so eine übertrieben krasse Erfindung. Boah, Chat, wie heißt das Ding denn? Soft, biegsam, beweglich, man kann es nass machen, es trocknet auch wieder. Bro.
Bruder ist eine richtige Scheißidee. Ehefrau. Bruder. Oh. Okay, der ist echt übel. Oh mein Gott, Alter. Also daran ist ja alles schlimm. Alles. Der Aussage. Man könnte auch Stresswurst dazu sagen. Ich habe sie gefunden. Okay, entschuldigt sich nicht bei mir. Was hast du denn gemacht? Oh, Saft, vielen Dank für 25 Monate und dann auch noch dein Prime. Vielen Dank für dein Prime. Dankeschön. Schön, dich zu lesen. Wie geht's dir? In der anderen Runde. Ich musste. Ja, aber war ja ihr Job. Das war ja ihr Job. Der hat alles das richtig gemacht. Gezwungen. Dann seid doch zusammen und küsst euch! Warte mal. Das war jetzt wild. Das war jetzt wild. Ja? Diese emotionale Achterbahnfahrt von Wut zu Trauer im Fade. Und Sonja wurde dann nochmal anders gezeigt, wie sie sein kann. Was richtig geil ist, diese Frau kann nämlich richtig gut singen, im Gegensatz zu mir. Und es ist anders wild, alles super, ich muss gleich noch einkaufen. Oh, dann viel Spaß beim Einkaufen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass da noch, ja, eigentlich müssten Läden noch aufhaben, ja, ja. Brauchen wir für die Gemüsebrühe? Hä? Ja, ihr braucht für die Gemüsebrühe. Das ist Pupke, ne? Oh nee, jetzt gegen Dalu. Och nö. Wie soll ich das denn gewinnen gegen Dehalukat? Der Jäger liegt auf der Lauer. Also, bei Dalukat, ich hätte alles benutzt, was in irgendeiner Weise Sprengschaden macht. Also du kannst, glaube ich, nicht gegen den gewinnen mit Aiming und sowas. Dafür hat er zu viel Atari-Code geschnüffelt. Aber ja. Alles, alle Bomben, alles mögliche, sowas in der Art hätte ich nach ihm geworfen. Er sucht die Berggipfel und sieht... Da ist er. Alter, wie geil ist das denn? Der Holy Headshot! Wow. Nice, das finden wir ja richtig gut. Dalukat wurde besiegt. Bis 24 Uhr... Dorf halt, ja, immerhin. Das ist ja noch gut. Da hast du noch Zeit. Schade. Der war nur für euch. Ich könnte mein Mikro deaktivieren und Floß Gewissen spielen. Okay, öffnen. Spiel Minesweeper. Minesweeper. Ich wollte eigentlich Grüße etwas schreddern, aber ich brauche Papiere dafür doch. Minesweeper spielen. Mehr Minesweeper. Was um alles in der Welt passiert da? Wenn ihr jetzt offline geht, dann könnt ihr mich raiden. Super, top, yeah. Danke. Raid kommt. Ich hab einen Milchbaum, ne? Mit SCH, oder? Ja. Du hast Jenny an falsch ausgesprochen. Der Streamtitel von Milchbaum. Wieder Single. Ciao, Matteo. Gebe Loch. Da bin ich mal gespannt, wie viele Raids hier jetzt reinkommen. Wieder Single. Ciao, Matteo. Gebe Loch. Wie wild ist das denn? Autobahn ist scheiße. Oh Gott, warum das denn? Wo fährst du denn schon wieder hin? Ich bin mal raus. Auch noch Dinge tun. Viel Spaß noch. Dankeschön, Feiner Sand. Dir noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ich schicke euch zu Salzi rüber. Dann raiden wir kurz Salzi. Es läuft bei mir! So, hat seit 10 Minuten keiner gelacht. Wie sieht's aus? Ja, Abo. Hey. Der Spaß ist jetzt vorbei. Kann man auf jeden Fall mal wieder ein Däumchen da lassen? Bye, bye. Have a great time. Da hat sich wohl jemand an Ideen von TV Total, nee, oh, Entschuldigung, es heißt ja jetzt, du gewinnst hier nicht die Millionen bedient, einfach mal auf alles so einen Insta-Filter drüber packen. Aber der Effekt ist da. Leute, ich poste jetzt hier nochmal den Link vom Video. Das habe ich natürlich wieder mal vergessen, weil ich das immer vergesse. Lasst da gerne Support da. Es ist wirklich immer wieder ein Fest. Ich feiere diese Videos sehr. Es sind einfach 10 von 10. Ja, vielen Dank.